Hey Freunde, willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. Ich muss mich jetzt als allererstes um Pistons kümmern, weil wir drei sticky Pistons benötigen für unsere Schaltung. Das benötigt jetzt mehr Redstone als wir haben, davon habe ich schon leider ausgehen müssen und noch eine weitere Piston. Wenn wir ein bisschen Energie sparen, bauen, sage ich mal, könnten wir es noch schaffen, dass wir mit dem Redstone hier auskommen. Aber dafür muss ich erstmal meinen Cobblestone ablegen. Wird Zeit, dass wir langsam mal ein größeres Lager bekommen, weil dieses hier wird mir so langsam ein bisschen zu klein. Vor allem der ganze Cobblestone nervt mich. So. Was wir jetzt benötigen, die drei Eimer Wasser haben wir schon. Wir brauchen nochmal zwei weitere Eimer Wasser und wir brauchen vor allem Sticky-Dinger. Also da müssen wir jetzt sofort, es wird nämlich gerade Tag, sofort los in den Sumpf. Sind eigentlich die Mobs an? Nein, sind sie natürlich nicht. Wir müssen sofort los in den Sumpf, auf das noch ein paar Slimes spawnen, weil wir jetzt unbedingt Slime Walls brauchen, weil wir sonst nicht weitermachen können. Also, hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Erfolg noch haben. Würde schon reichen, wenn wir einen einzigen Slime finden würden. Wer hat denn hier das Kreuz gebaut, hey? So. Na, sind Zombies und so, aber das ist alles nicht das, was ich suche. Weil wir brauchen Slimes. Sieht aber auch sehr schön aus bei dem Shader, vor allem, dass die Spinnen leuchten. Finde ich extrem geil. So, da hinten sind wir da. Creeper, Creeper. Die Nacht ist echt dunkel mit dem Shader, also das gefällt mir noch nicht so gut. Komm schon, es wird gerade noch dunkel genug sein, hoffe ich mal. Dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Slime hier finden. Weil die spawnen ja nur nachts über, das ist das Blöde. Und ich möchte eigentlich jetzt den einen Slime haben. Wenn ich den jetzt habe, dann kann ich mir aus den Slime Balls ohne Probleme meines Pistons machen. Aber ohne den wird es ein bisschen schwer. Oh Gott, es wird Tag. Scheiße. Das ist überhaupt nicht geil. Alter, das ist auch verwirrend. Ja, Spinnen sind momentan herzlich egal. Ich brauche Slimes. Komm schon, irgendein kleiner Slime, der inzwischen eine Zeit gespawnt ist, der vielleicht Lust hat, sich mit mir anzufreunden. Ja, die Spinne ist auch schon neutral geworden. Das heißt, es spawnt nichts mehr. Oh, das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Ich brauche einen einzigen Slime. Aber der Sonnenaufgang ist verdammt hübsch, muss ich mal an dieser Stelle so anmerken. Guckt euch das mal an. Sieht einfach geil aus. Ah, sieht nicht gut aus für uns. Also das Wasser sieht verdammt gut aus, aber für uns sieht es nicht gut aus. Ja, bedeutet wohl, als würden wir mit dieser Aktion nochmal eine Nacht warten müssen und bedeutet wohl, als hätte ich jetzt 4 Minuten Aufnahmezeit rausgeschmissen. Ah, das ist traurig. Aber ein Glück, dass wir wenigstens einen Sumpf bei uns in der Nähe hätten, sonst hätten wir gar nicht die Möglichkeit, sowas zu machen. Gut, dann geht's eben wieder zurück. Dann setze ich jetzt als allererstes die Lava. Auch wenn das ist echt scheiße. Mann! Wie mache ich das? Ja, nee, das wird nicht besser, egal wie ich es drehe und wende. Dann müssen wir eben nochmal umdenken. Ist hier vielleicht irgendein Slime? Tintefisch, dann nützt mir reichlich wenig. Ja, nee, scheiße war's, Leute. Kacke. Ein Portalgun wäre jetzt hier so ein Ansatz, aber das lassen wir mal beiseite. Ich würde nämlich jetzt gern Tiere hier sammeln. Hier sind gerade so schön viele Tiere. Im Megaprojekt sind nie Tiere da. Das wäre jetzt hier gerade mein Vorteil, aber leider kann ich die ja zwischen den Welten auch nicht. Oh, dieses Wasser, Alter, es ist so episch. Das ist der einzige Grund, warum ich mit der Vorversion vom aktuellen Shader und die Lichtstrahlen finde ich hammergeil. Aber dieses Wasser, es ist einfach so edelgeil. Ich mag das Wasser total. Guckt euch mal, wie die Sonne hier durchscheint und so. Das sieht so geil aus. Man ist richtig geblendet, wenn man in die Sonne guckt. Hier so. Ah, die Shader-Geschichte. Ich bin echt froh, dass ich mir eine neue Grafikkarte mal gekauft habe.
Wenn es wissen will, ich habe die GTX 670, weil ich das einfach so schön finde mit dieser ganzen Shader-Sache. Das ist krass. Ist hier Gronkh gestorben oder was war da? Ich weiß es gar nicht. So, ja, keine Slimeballs für uns. Das ist richtig, richtig scheiße. Und ich kann ja auch keine herstellen. Wir sehen hier nicht ein Feed the Beast. Es ist schon hart, manchmal Minecraft zu spielen und die Vorteile von den ganzen Mod-Paketen. Wenigstens haben wir lecker Melonen. Da habe ich jetzt in Real Life auch gerade Bock, welche zu essen. Hm, Melonen. Aber wirklich, vielleicht habe ich nur in der falschen Truhe geguckt. Slimeballs. Slimeballs! Ja, perfekt. Wir hätten uns den Trip auch sparen können. Super Skate. Hast du mal wieder toll gemacht. Super. Wahnsinn. So eine werden wir brauchen. Haben wir aber zwei dabei. Mehr brauche ich auch nicht. Brauchen wir noch Redstone und Eisen und so ein Kram. Und Holz. Was ist eigentlich das? Der Redstone. Ah, hier ist der Redstone. Und Holz. Haben wir hier noch irgendwelches Holz vielleicht da? Ja, ein bisschen. Und was wir tatsächlich auch brauchen, was ich gerade gar nicht so da habe, ist Cobblestone. Haben wir quasi keinen mehr da. Cobblestone. Ach Gott, wie ging das? Das ging so. Holz. Pisten. Aber noch die anderen zwei Pistons, die wir uns noch irgendwann mal gemacht haben. Die Repeater können wir eigentlich gerade auch mitnehmen. Die Lever auch. Dann brauchen wir noch... Alter, was wir alles inzwischen für Spitzhacken haben, ne? Dann brauchen wir noch die Slimeballs. Okay, dann können wir uns jetzt unsere drei Sticky Pistons machen, die wir brauchen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir eigentlich noch zwei Eimer Lava. Und da habe ich auch schon eine Idee. Wie wir an die Lava kommen. Nächster Lavafluss ist, ja, ist da unten, weil ich habe ja Lava unter meinem Haus. Oh, schön, dass hier schon Monster spawnen, war aber so eigentlich nicht gedacht. Aua, aua, jetzt lasst es doch mal sein. Tschüss. Huch. Das also, dass jetzt hier Creeper und so rumspawnen, ist eigentlich so auch nicht gedacht, ne? Ich dachte, ich hätte das eigentlich ausreichend ausgeleuchtet. Ja, ich habe keine Lust, dass mir hier alles hochsprengt. Der gute Carlson Creeper. Also, Bogen. Da haben wir ihn ja. Oh oh. I see you creeping. Ich muss echt ein bisschen was für die Ausleuchtung hier tun. Ich dachte, es reicht, wenn ich hier so ein paar Fackeln reinmache, aber von wegen. Irgendwo noch Gegner? Okay, wenigstens nichts. Ich muss mal schnell den Shader hier rausmachen. Weil der kostet gerade echt ordentlich. Also, der ist da hübsch und gut, aber momentan, ich finde das jetzt gerade so angenehmer. Weißt du, Minecraft ohne Shader, auf einmal sieht es wieder voll easy aus. Und ich habe hier echt ein bisschen wenig Fackeln gesetzt. So. Wenigstens kriegt man durch so Aktionen EPs. Hallo, wo ist mein Essen? Hier. Habe ich denn noch genug Zeit in diesem Part? Das ist auch immer so eine Sache. Weil ich möchte das jetzt eigentlich hier noch fertig bekommen. Aber mit nicht ausreichend Zeit wird das schwer. Wir müssen erstmal die Pistons hier unten setzen. So. Darauf dann den Stein. Und dann da hinten Wasser hin. Wenn ich jetzt aber hier Wasser hinsetze, das war schon zu erwarten. Soll das natürlich auch hier rüberlaufen. Das heißt, ich muss jetzt hier mit Schildern bzw. mit Zäunen bzw. mit Erde arbeiten. Oder ich hau einfach mal hier alles zu. Wenn ich jetzt hier Wasser hinsetze, wird es natürlich genauso laufen, wie es laufen soll. Na komm schon. Ich will da hinten noch einen Wasserblock. Ja, sehr schön. Das macht genau das, was es machen soll. Und vielleicht sollten wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen zubauen.
Und was wir jetzt machen, ist, dass wir noch die Pistons automatisieren. Und das bedeutet, dass ich hier mal eine Runde drunter muss. Die Pistons dürften demnach hier sein. Genau. Und da müssen wir jetzt irgendwie mal kurz drankommen. Wenn ich jetzt hier wegkraue, habe ich das Wasser hier drin, genau. Wenigstens weiß ich, was ich mache. Das ist ja immer schön zu wissen. Wenigstens habe ich noch einen Plan, wo ich hier was baue. So, hier haben wir die drei Pistons. Brauchen wir Repeater, habe ich gerade zufällig da. Welch Wunder. Dürfte sogar ungefähr genau aufgehen. So. Ich baue das jetzt einfach mal hier schnell dran vorbei. Und setze hier den Hebel hin. Also wie gesagt, Schönheit ist momentan noch nicht unsere Devise. Es geht jetzt eher darum, dass das Wasser mal gestoppt ist. Ja, sehr schön. Macht genau das, was ich haben will. Und wenn wir es jetzt wieder wegmachen, dürfte das Wasser wieder runterlaufen. Bedeutet, die Zombies bekommen weniger Fallschaden. Und sie werden aber in ihren sicheren Tod geschwemmt. Ja, perfekt. Läuft genauso, wie ich es haben will. Sehr gut. Hier müssen wir uns noch was einfallen lassen mit Schildern und Dingern, aber bevor ich das mache, möchte ich jetzt erst wissen, wie weit das Wasser gehen muss. Also wir werden jetzt mal noch eine Sache hier machen. Gerade weil da oben hin und wieder Monster spawnen und ich keine Lust habe, dass hier irgendwann mal ein Creeper meint, er müsste unser Leben hier versüßen. Mache ich hier mal schnell zu. Jetzt können wir nämlich hier wieder wegmachen und gucken, wie lang diese Geschichte hier werden muss. Na, guck mal. Aber da kommt nichts durch. Wassermarsch, würde ich mal ganz knallhart sagen. Ich habe auch nachgeguckt, wir brauchen also noch 3 Eimer Lava. Sehr schön. Sehr schön, das war nicht gewollt. Darf ich mal kurz ein bisschen hier hoch? Na, guck mal, bis hierhin läuft das. Das heißt, ich mache jetzt hier diesen Block hin und habe Ruhe. Gut, dann kommt hier drüben nämlich die Lava hin. Dann sind hier nämlich die Leitern, wo die Zombies verbrennen. Ich habe nämlich jetzt auf meinem dritten Bildschirm, das ist das Schöne hier dran, habe ich jetzt gerade, also Leiter ist hier, die kommen dann hier hin, also hier ist quasi das Loch, wo die Items runterfallen, beziehungsweise wo die verbrennenden Zombies, also wo sie dann schlichtweg sterben. So. Hier ist die Leiter. Zweite Lava. Dritte Lava. Und vierte Lava. Sind wir wunderschön in unserem Vorraum hier drin. Also, soweit ich das hier sehe, also wenn hier das Wasser ist und die Lava eins höher sein muss, muss die Lava hier drauf gesetzt werden. Gucken wir mal. Also hier ist auf jeden Fall auch zu. Auf Wasserhöhe sind hier Blöcke. Werden wir natürlich dann noch alles irgendwie schön bauen, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Lass mich mal gucken. Also Leiter, Lava, Lava, Lava-Block. Also so. Mal gucken. Leiter, Lava, Lava, Lava-Block. Also ja, passt perfekt, so wie wir es gerade machen. Müssen wir nur überlegen, wie ich dann lebendig hier rauskomme, aber das ist jetzt momentan ein anderes Problem. Jetzt müssen wir uns erstmal noch die Lava besorgen und ein bisschen Cleanstone. Wo sind wir jetzt? Oh, genau da, wo ich hin wollte. Cool. Ich habe da was gesehen. Eine Fledermaus. Wie süß. Eine Vampir-Fledermaus. Wo ist denn die Lava? Da unten ist sie. Sagen wir jetzt nicht, irgendein Zombie von hinten kommt und mich meinen, lieb haben zu müssen. Das wäre jetzt nämlich ein bisschen suboptimal. Da würde ich nämlich jetzt einfach knallhart in der Lava versterben. Aber scheint ja noch relativ sicher hier zu sein. Wir brauchen 3 Blöcke Lava. Einfach nur, damit wir alles einmal ausfüllen können. Wupp, wupp. Und wo ist der Cobblestone, wenn man ihn mal braucht? Der ist hier. Immer schön nach oben gucken. Nicht, dass hier noch... Also ich habe gerade echt ein bisschen Angst, dass hier noch irgendein Zombie mal noch meint, vorbeischauen zu müssen. Das wäre dann echt nicht so geil. Wo ging es raus? Hier ging es raus. Zack, und schon sind wir wieder hier oben. Und ich hau jetzt einfach mal hier einen Weg rein, damit man hier noch rauskommt. Also, das hier muss noch aus Cleanstone gemacht werden. Und ein bisschen scheiße. Und die Lava muss dann hier reingesetzt werden. Wir haben jetzt schon mal hier die Lava da. Ich werde jetzt im nächsten Part schnell hochgehen, den Cleanstone holen. Und dann können wir die Lavafalle
so schon in Betrieb nehmen. Und dann müssen wir nur noch hier ein bisschen außen rumbauen und die Verschönerung, sage ich mal, die kommt dann, wenn schon die ersten Zombies sterben. Das ist der Plan. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich im nächsten Part Minecraft. Bis dahin. Tschüss.